Was? Was habt ihr euch hier ausgedacht? Eine Schlange mitzunehmen? Ich habe Angst vor Schlangen. Raus aus dem Krankenhaus. So etwas ist hier strengstens verboten. Schnell, raus hier. Was? Darf man nicht mit einer Schlange ins Krankenhaus reinkommen? Was für ein Albtraum. Was soll ich mit meinen süßen Schnecken machen? Hallo, Justin. Heute Mittag gibt es deine Lieblingssuppe. Bis bald. Diese Köchin hat mir eine coole Idee gegeben, wie ich meine süßen Schnecken mitnehmen kann. Ich muss mich nur als Koch anziehen und meine süßen Kumpels unter den Deckeln verstecken, als ob es Essen für die Patienten ist. Haha, das war eine super Idee. Und die Uniform? Passt mir sogar gut. Ich bin so genial. Und wir fahren zusammen los. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Man muss sich so natürlich wie möglich verhalten. Oh, hi. Ich dachte, du wärst schon weg, um den Patienten Essen zu geben. Okay, du darfst rein. Ich habe Mittagessen mitgebracht. Wer möchte das leckere Essen probieren? Oh, da ist meine Freundin Nancy. Hallo, vielleicht probierst du die Leckereien. Ich habe einen sehr tollen Brei für dich. Du darfst schon anfangen. Hier, das ist für dich. Wird es etwas Essbares geben als nur Brei? Für sie habe ich ein spezielles Gericht. Was denken Sie über Schnecken? Ihr Süßen. Haha, ich scherze. Ich werde euch niemals beleidigen, meine Hübschen. Oh, danke, liebe Frau, dass Sie mich durchgelassen haben. Guten Tag. Oh, ich bleib stehen. Also haben Sie dort ein süßes Baby? Kann ich mit einem Auge schauen? Ich habe ein Spielzeug für ihn. Lass uns mit dem spielen. Magst du Minions? Was? Warum sieht dein Kind aus wie ein Affe? Ups, ich habe wahrscheinlich etwas zufällig verwechselt, als wir im Zoo waren. Vielleicht sollte ich ihn wieder nach Hause bringen. Alles klar, wir gehen. Sie werden uns nie wieder sehen. Oh, man! Mama, was für eine schöne Patientin ist zu uns gekommen. Ich kann meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie ist so unglaublich, dass es sogar peinlich ist zu starren. Du bist bei der Arbeit, du musst aufhören. Hallo, Jungs. Ihr müsst nicht für mich kämpfen. Ich werde jedem einen Luftkuss schicken, damit all eure Krankheiten schneller vergehen. Und ich muss zum Arzt gehen. Was sehe ich hier? Was für eine Schönheit kam zu mir in mein Zimmer. Es ist überraschend, dass ich heute zu viel Aufmerksamkeit bekomme, obwohl ich gerade beschlossen habe, meine süßen kleinen Tiere ins Krankenhaus zu bringen, damit ich während der Behandlung nicht so einsam bin. Apropos, meine Lieblingsfreunde. Und da sind sie. Das sind meine süßen Hamster. Seht ihr, wie süß sie sind. Ich konnte sie nicht einmal für ein paar Tage alleine zu Hause lassen. Ich werde immer da sein, meine Lieblingsbabys. So wird es nicht funktionieren. Ich werde nicht mit dieser Verrückten im selben Raum sitzen. Stehen bleiben? Hast du gesehen, dass man hier nicht mit Tieren rein darf? Dann gib sie Ratte zurück. Wie hast du dir vorgestellt, sie ins Krankenhaus zu bringen? Sie wird hier auf dich warten. Und wer ist Nächster? Ich kann meine Lieblingskakerlaken definitiv nicht abgeben. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Genau, ich habe eine geniale Idee. Ich kann mein Glas mit Kakerlaken nehmen und es mit Bandagen binden, als wäre es eine Wolle auf meinem Kopf. Super, so werde ich definitiv reingelassen. Au, ein Baum ist auf mich gefallen. Ich habe jetzt so eine unangenehme Beule. Ich muss dringend zum Arzt. Oh, danke. Es ist gut, dass ich zum Patientenzimmer kommen konnte. Und da ist meine Nachbarin. Hallo. Hallo, mein Name ist Rachel. Was ist mit dir passiert? Hast du deinen Kopf verletzt? Das? Überhaupt nicht. Ich habe meine kleinen Freunde so versteckt, weil ich sie nicht zu Hause lassen konnte, während ich im Krankenhaus bin. Ich werde sie dir gleich vorstellen. Das sind meine Lieblingskakerlaken. Magst du keine Kakerlaken? Ich kann es nicht glauben, denn jeder liebt sie. Lass mich dir zeigen, was sie können. Sie sind so cool und süß. Schau mal. Wohin gehst du? Dein Arm ist doch gebrochen. Endlich kann ich zum Arzt gehen. Was? Was erlauben Sie sich? Darf man hier nicht mit Tieren herein? Ich kann es nicht glauben. Und Sie haben auch doch jemanden dabei. Zeigen Sie mir, wen Sie dort haben. Niemanden? Okay, kommen Sie rein. Eine kleine Maus. Ich kann dich nicht hier lassen. Aber ich habe eine tolle Idee. Ich kann dich durch das Belüftungssystem reinlassen. Du kannst durch alle Rohre klettern und dann zu mir kommen, oder? Dann geh. Und ich kann leicht und einfach ins Krankenhaus gehen. Versuchen wir's? Hey, ich habe niemanden bei mir. Was? Ich werde Ihnen die Tasche gleich zeigen. Hier ist nur ein Stück Käse. Ich liebe ihn einfach. Lassen Sie mich zum Arzt gehen. Danke. Ich glaube, dass mir niemand folgt. Dann können wir meine Maus holen. Schrei nur nicht. Das ist ein Geheimnis. Ich habe ein Stück Käse bei mir, aber ich brauche es, um mein Haustier rauszuholen. Vielleicht locken wir ihn an mit der Leckerei.
Und hier kommt mein kleiner, treuer Freund. Komm zu mir. Super. Was? Hast du eine Ratte ins Krankenhaus gebracht? Mama, nimm sie weg. Ich habe furchtbare Angst vor Ratten. Sie sind so schrecklich. Nimm's weg, nimm's weg. Es ist furchtbar. Nein, mein Freund. Es geht nicht um dich. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Nun, wen haben wir denn hier? Wow, und sie planen, ihn ins Krankenhaus mitzunehmen. Das darf man nicht. Geben Sie mir Ihr schreckliches, fieses Nagetier hierher und laufen Sie zum Arzt durch den Flur. Was? Darf man hier nicht mal rein mit einem Fisch? Wie kann es sein? Ich werde euch verlassen müssen. Aber nein, ich habe eine gute Idee. Ich werde euch in die Tropfflasche reinlegen. Das wird uns sicher helfen, sie unauffällig mitzunehmen. Niemand wird vermuten, dass sich hier meine süßen Fische verstecken. Lass es uns versuchen. Und es geht los. Wow, ich höre meinen Herzschlag. Und wenn wir blasen, oh, es war laut. Stehen bleiben. Wohin gehen Sie und was haben Sie dabei? Oh, eine Tropfflasche. Ja, kommen Sie rein. Gut, solange niemand da ist, kann ich noch ein bisschen spielen. Oma, ich bin gekommen, um dich zu besuchen und ich habe deine Lieblingshaustiere mitgebracht. Oh, wie süß ist das? Du hast einen Pullover für mich gestrickt. Wie schön, ich mag ihn wirklich. Obwohl der Stil etwas anders ist als mein Stil. Was ist in deiner Tropfflasche? Wow, ist das wirklich das, was ich denke? Du hast mir wirklich meine Fische mitgebracht. Du bist so eine gute Enkelin, Milan. Ich habe in diesem Krankenhaus meine Dori und Lori so vermisst. Ich hoffe, du vergisst nicht, sie dreimal am Tag zu füttern. Wieder tut mir mein Hals weh. Ich muss Wasser trinken. Ganz dringend. Ich habe so Durst. Was? Mama, was habe ich gerade getrunken? Ich glaube, jemand war im Wasser drin. Wer ist das denn? Ein Fisch? Aber woher? Hey, habt ihr das in mein Zimmer gebracht? Ich kann das Wochenende schon kaum erwarten. Stehen bleiben! Wohin gehen wir denn? Gibt es Tiere? Wir geben sie ab. Hier ist ein Meerschweinchen. Das habe ich mir schon gedacht. Sie haben alles auf ihrem Gesicht geschrieben. Was? Darf man keine Tiere mitnehmen? Was mit meiner Kleinen in der Tasche? Ich werde mein Haustier niemandem geben. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Genau, ich habe eine coole Idee. Ich kann so tun, als wäre ich schwanger. Dann werde ich definitiv reingelassen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Für eine schwangere Frau ist es nicht so leicht zu laufen. Stehen bleiben. Sind Sie schwanger? Ich muss Ihr Kind hören. Darf ich? Perfekt. Wir werden gleich herausfinden, wer bei Ihnen drin ist. Was? Warum höre ich ein Murren? Zeigen Sie mir, wer bei Ihnen drin ist. Und hier ist eine Katze. Das habe ich mir gedacht. Sie wollten nur das Tier mitnehmen. Verschwinden Sie von hier. Oh, wir müssen durchkommen, während der Krankenflieger schläft. Wohin gehen wir mit dem Nagetier? Das darf man nicht bei uns. Wir geben es ab, liebe Frau. Und bitte nicht weinen. Du wirst es beim Arzt tun. Wer kommt als nächstes? Darf man ein Tier nicht ins Krankenhaus bringen? Oh, ich habe eine tolle Idee. Ich kann meinen grünen Freund mit Hilfe von einem Schal mitnehmen. Ich werde ihn verstecken und niemand wird es bemerken. Das ist genial. Mein Hals tut mir so weh. Das ist ja ein Husten. Moment mal. Denken Sie, ich würde es glauben? Und Tiercheck. Da ist er. Wollten Sie auch noch eine Eidechse mitnehmen? Sie sind mit Ihren Tieren völlig verrückt geworden. Gehen Sie weg. What a fox! Wow, Mädchen, ich habe noch nie so viele Geleeaugen gesehen. Es ist aber schade, dass Emma nur ein Geleeauge bekommen hat. Mach dir keine Sorgen, ich bin mir sicher, dass es am besten schmecken wird. Du Nerd, hör auf zu lachen. Hier ist was für dich. Na und, dürfen wir nicht mal lachen? Wir müssen Emma etwas beibringen. Ich habe eine Idee für einen coolen Prank. Wir werden uns gleich ein wenig verkleiden. Wir müssen nur Ketchup über die Augen gießen und ein Geleeauge anbringen. Aber die anderen werden denken, dass es echt ist. Hey, Emma, ich habe ein Problem. Oh nein, mein Auge ist herausgefallen. Wie schrecklich. Ist es dein Auge? Nimm es weg, nimm es weg. Oh, Mädchen, ich kann nicht atmen. Hilfe. Ich habe einen sicheren Weg. Ich habe es im Rettungsschwimmkurs gelernt. Es hat geholfen. Das liebe ich. Sie sind so süß, dass ich bereit bin, sie 24 Stunden am Tag zu essen. Was ist das? Ein Auge? Mädels, es hat Spaß gemacht, aber Lilly hätte sich verletzen können. Prank nicht mehr so. Emma, iss lieber dein Gelee-Auge. Es ist so lecker. Schade, es war nur eins da. Wer ist als nächstes dran? Lilly? Kein Problem. Ich habe ganze 10 Gelee-Augen. Ich frage mich, wie viel in meinen Mund passt. Schaut mal, was für schöne Augen ich habe. Ist es nicht cool? Und ich bin fertig.
Phoebe, du darfst essen. Aber endlich, meine 100 Gummiaugen haben lange auf mich gewartet. Was für ein Leckerbissen. Es tut mir leid, aber ich habe alle gegessen. Oh, was ist das? Woher habe ich zusätzliche Augen? Das hat man uns im Bio nicht erzählt. Wow, wie viele Twix. Dieses Mal hat Linia am wenigsten Glück gehabt. Sie hat nur einen, aber ist genauso lecker wie die anderen. Wow, Lilly, du hast so schnell angefangen. Hast du Hunger? Oh, Lillys Verpackung hat Phoebe erwischt. Seid vorsichtig. Oh, ich habe eine Idee, wie ich meine Twix essen kann. Ich kann sie mit meiner neuen Kettensäge in kleine Stücke schneiden. Mein Vater hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ist es nicht cool? Hurra, so kann ich für eine sehr lange Zeit den einen Twix essen. Noch ein bisschen und fertig. Wow. Oh, Leute, es tut mir leid. Na gut, ich muss schnell essen, bevor es schmilzt. Mmh, wie lecker. Was schaut ihr mich an? Lasst uns essen. Ja, kein Problem. Ich habe 10 Twix bekommen. Das ist meine Lieblingsschokolade. Gleich werden wir die überschüssige Verpackung los und wir beginnen, diese süße Leckerei zu essen. Mmh, wie lecker. Schmeckt unglaublich gut. Aber ich habe eine Idee. Ich habe irgendwo eine Flasche Milch liegen. Oh, es tut mir leid, Phoebe. Wurdest du wieder getroffen? Tu also deinen Kopf weg von hier. Also, ich möchte die Riegel in Milch auflösen, damit die Milch einen Twix-Geschmack bekommt. Ist das nicht cool? Und jetzt habe ich Schokoladenmilch und ein paar Riegel. Es ist das perfekte Abendessen. Mmh, wie lecker. Na gut, ich bin jetzt fertig. Phoebe, bist du die Nächste? Hurra, ich bin dran. Ich blase gleich die ganze Verpackung weg, sonst dauert es zu lange, 100 Twix zu öffnen. Perfekt, und ich habe gerade eine tolle Idee. Wenn man nicht spielt, dann isst man auch nicht. Mein Vater ist ein Baumeister und ich bin ihm total ähnlich. Ich habe ihn oft gesehen, wie er sehr große Häuser gebaut hat. Ich will es auch so können. Ich habe gerade Nutella und ein paar Twix. Wow, wie hoch. Aber ich schaffe es. Ein echtes großes Haus und noch ein paar Twix drauf. Habt ihr etwas vor, Mädels? Oh, hat Phoebe es euch erlaubt? Phoebe, ich glaube, du wurdest von einem Vielfraß angegriffen. Was wirst du tun? Oh, und das Haus ist kaputt. Was? Was habt ihr gemacht? Ich falle. Nein, ich will nicht fallen. Es tut weh. Ich bin ein Vogel. Oh nein, ich bin immer noch kein Vogel. Ich hab Angst. Wie lange soll ich noch fliegen? Oh, ich bin schon müde. Oh, ich kann schon die Erde sehen. Autsch. Lilly, Emma, habt ihr mein Gebäude kaputt gemacht? Ich bin runtergefallen, aber der Helm hat mich beschützt. Wow, es gibt hier eine ganze Wand aus Pringles. Aber Emma hat einen kleinen Chip. Es ist traurig. Emma, du musst ihn sehr schön essen. Gib ihm mehr Aufmerksamkeit und genieße den Geschmack. Oh, Emma hat eine Idee. Es fällt mir schwer, den Chip zu sehen. Daher wird es für mich einfacher sein, ihn mit einer Lupe und einer Pinzette zu essen. Mmm, dieser Chip sieht sogar sehr gut aus. Probieren wir ihn aus. Mmm, lecker. Phoebe, mach weiter. Wirklich? Darf ich? Hurra, ich habe eine ganze Packung Pringles. Ich werde gleich alles essen, aber zuerst müssen wir sie öffnen. Wie schwer, ich brauche einen Plan. Und diese Säge wird mir sicher helfen, die Verpackung viel schneller zu öffnen. Und fertig. Sind alle bereit, extremes Essen zu sehen? Und es geht los. Gleich werde ich alles fangen. Alle Chips. Ich werde keinen einzigen verpassen. Und hoppla, das war der letzte. Und der leckerste. Oh nein, ich falle. Mit Phoebe stimmt etwas nicht. Aber es wird mich nicht davon abhalten, weiterzumachen. Ich habe immer noch 100 Packungen. Ich schaffe es schnell. Was für leckere Chips. Ich kann nicht aufhören. Minus 2 Packungen. Und noch eine. Und was ist, wenn es gleich 2 auf einmal sind? Ich bin begeistert. Oh nein. Sie wird mich gleich wieder treffen. Es wird gefährlich. Genau, ein Helm. Phoebe, er hat letztes Mal sehr gut geholfen. Autsch, ich habe Kopfschmerzen. Emma, warum wirft Lilly die Verpackung herum? Ich bin schon mehrmals ohnmächtig geworden. Ich habe eine Idee. Wir müssen diese Mauer einfach zerstören. Und los. Oh nein, was habt ihr gemacht? Autsch. Mädchen, ich kann nicht aufstehen. Ich wurde mit Chips umgehauen. Hm, hey, du Chip, komm zu mir in den Mund. Willst du nicht gegessen werden? Brokkoli? Was für ein Mist. Wer hat es nur erfunden? Lilly, du hast so Glück, du hast einen kleinen Kern. Was wirst du damit machen?
Er schmeckt gar nicht. Schrecklich. Oh. Aber ich weiß, was ich tun soll. Ich muss den Fruchtkern eingraben. Oh, besser gesagt pflanzen. Meine Oma hat mir beigebracht, wie man einen schönen Baum pflanzt. Ich hoffe, dass daraus Süßigkeiten wachsen werden. Hey, sei vorsichtig, du wirst gleich Emma und Phoebe begraben. Mal sehen, was da wächst. Und wie lange muss man warten? Lange? Bäume wachsen normalerweise sehr lange. Na gut, es wird wahrscheinlich nichts rauswachsen. Lilly, aus dir wird ein schlechter Gärtner. Phoebe, möchtest du vielleicht weitermachen? Ich, um ehrlich zu sein, ich möchte es nicht wirklich. Ich mag keinen Brokkoli. Es ist so stinkend. Wer ist es überhaupt? Ich muss etwas Leckeres trinken. Dringend. Oh, Wasser. Genau, ich habe vergessen, dass ich den Samen gießen muss. Dann wird ein Baum wachsen. Und gleich kommt alles. Wir müssen nur noch warten. Etwas passiert da. Was soll ich machen? Mädchen, ich habe Angst. Wow, ist das Brokkoli? Ich will keinen Brokkoli. Und jetzt musst du es essen. Oh nein, muss ich es wirklich? Ich will es nicht. Und auch noch so eine riesige Portion. Mir wird schlecht. Worüber lacht ihr? Emma, du hast noch etwas Schlimmeres. Wieso redest du jetzt über mich? Du hast meine ganze Laune verdorben. Ha, schau dahin. Ja, ja, schau dorthin. Ich habe dort ein echtes Einhorn gesehen. Ich werfe gleich den ganzen Brokkoli weg und ich werde ihnen sagen, dass ich alles gegessen habe. Was? Emma, es ist unfair. Gleich werden wir dir was beibringen. Los, los, ich fange. Mädchen, es tut mir leid, dass ihr es nicht gesehen habt, aber ich habe alles gegessen. Es war cool, sehr lecker. Emma, ich habe eine Überraschung für dich. Du hast hier etwas Brokkoli verloren. Willst du noch mehr essen? Oh nein, stinkender Brokkoli. Es war doch eine schlechte Idee. Und hier kommt der Preis. Ein Schokoladenbrunnen. Und hier kommen die speziellen Marker. Bloß nicht die Hände benutzen. Ihr dürft die Marker nicht berühren. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft. Man muss die Marker irgendwie mit den Zähnen greifen. Oh, keine leichte Aufgabe. Oh ja, es hat funktioniert. Wow. Was? Sie haben fast alles fertig gemalt? Ich muss mich beeilen. Uff, ich habe die beste Zeichnung von allen. Genau so. Nice. Wie schwer ist das? Aber ich bemühe mich so sehr. So, wir werden es ganz vorsichtig malen. Nein, es klappt immer noch nicht wirklich. Ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, so zu zeichnen. Und es geht los. Oh nein, ich werde gleich fallen. So was passiert. Es ist nicht lustig. Gleich zeige ich es euch. Und ich habe mir etwas ausgedacht. Ich nehme eine Feder und werde ihre Nase kitzeln, bis sie niest. Meine Zeichnung, das ist nicht lustig. Nimm es weg. Was für ein Mist. Was? Saba? Sie hat auch noch mein Meisterwerk verschmutzt. Gleich werde ich dir auch das Bild verderben. So, so, so. Wir schauen auf die Uhr. Die Zeit ist vorbei. Schau dir meine Zeichnung an. Was für ein Horror. Und diese ist noch schlimmer. Und das ist nicht schlecht. Come on! Hol dir deinen Preis. Ein echter Schokoladenbrunnen. Was für ein Leckerbissen. Und wir wollen das auch ausprobieren. Und mal sehen. Oh, wie lecker. Unglaublich. Hey. Oh, was für ein hübscher kleiner Hund. Ih, das ist doch Mist. Fangt an, die Zeit läuft. Das ist doch einfach. Das kann ich gut. Und wir fangen an. Ich habe eine Idee. Riech hier an meinem Fuß. Ja, ein starker Geruch. Und dieses Mal werde ich mit den Zehen malen.
Und es geht los. Und ich werde mit meinen Ellbogen malen. Come on! Oh? Oh nein! Mein Marker ist weggeflogen. Ich muss dringend einen neuen nehmen. Oh, oh nein! Es ist schwer. Und Monika hat schon alles gemalt. Die Zeit ist vorbei. Gebt eure Meisterwerke ab. Naja, es geht so. Wow, und das ist eine gute Arbeit. Wo bin ich? Oh, Zeichnung. Genau. Und, wie sieht sie aus? Furchtbar. Nimm den Mist weg. Oh nein. Warum muss ich es bekommen? Wie abscheulich ist das? Wir müssen es probieren. Wartet, das ist lecker. Das ist Schokolade. Ich werde alles aufessen. Das schmeckt super. Willst du es auch probieren? Und du? Okay, umso mehr werde ich bekommen. Und jetzt wartet eine neue Aufgabe auf euch. Zeichnet einen Fisch. Und ihr werdet ihn mit Soßen zeichnen. Und viel Glück. Es geht los. Zeit läuft. Ich werde zuerst die Käsesoße aufmachen. Gut geeignet für Gelb. Und jetzt Rot, Grün, Weiß und ich kann beginnen. Oh, es tut mir so leid. Es war keine Absicht. What? Es ist Zeit zu beginnen. Ich nehme Ketchup. Was für eine schöne Farbe. Und was für eine Konsistenz. Genau richtig für mein Bild. Die Wasabi-Soße ist perfekt für meinen Fisch. Oh nein, es gibt etwas zu wenig Farbe für meine Zeichnung. Wir müssen eine andere Farbe nehmen. Ja, Rot passt auch. Und diese Farbe auch noch. Und noch etwas von dieser. Wow, so hübsch. Ein wunderbarer Fisch kommt rein. Bei mir klappt gar nichts. Oh, ich weiß, was ich tun soll. Um den Prozess zu beschleunigen, benutze ich alle 5 Finger. Ich bin einfach ein genialer Künstler. Oh, was riecht da so gut? Ich werde ein bisschen davon probieren. Ein bisschen und noch ein bisschen. Es ist zu lecker. Oh ja. Das schmeckt unglaublich. Ew. Yes. Oh nein, oh nein. Meine Zeichnung ist jetzt verdorben. Die Zeit ist vorbei. Leg die Zeichnungen vor. Sehr gut. Das ist ja schlimm. Und warum hast du nichts gemalt? Hey. Hol dir den faulen Fisch. Oh, wie schlecht es riecht. Es ist einfach abscheulich. Na gut, ich habe eine Idee. Wir werden es anbraten. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Es tut mir leid. Beginnen wir mit dem Aufwärmen. Und man kann es jetzt essen. Eine echte Delikatesse. Es schmeckt unglaublich gut. Seht ihr diese Süße? Es ist Zeit, ein Kätzchen auf euren Gesichtern zu malen. Genau, auf euren Gesichtern. Und die Zeit läuft. Miau. Es geht los. Okay. Oh, ich liebe Kätzchen. Die Nase ist bereits fertig. Gleich fügen wir Schnurrhaare hinzu. Oh. Super. Und Ohren. Oh. Aus mir wird ein tolles Kätzchen. Ha. 5 Sekunden. Und ich bin fertig. Und ich mache mir Pfeile an den Augen. Und unbedingt ein Maul.
Ich bin ein Make-up-Experte. Sieh sie dir nur an. So unfair. Wenn sie eine Katze ist, erschrecken wir sie mit Wasser. Wir wischen ihr ein ganzes cooles Make-up ab. Oh ja. What? Nein, warum hast du das getan? Mein Make-up ist jetzt verdorben. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Idee. Hey, Lilly, irgendwie klappt es bei dir nicht so gut. Lass mich dir helfen. Ah, try again. Okay. Hier und hier. Gut gemacht. Fertig. Du siehst einfach klasse aus. Ein echtes Kätzchen. Vielen Dank. Danke dir. Und die Zeit ist abgelaufen. Zeigt eure Gesichter. Oh nein, es ist sehr beängstigend. Und das ist ein totaler Albtraum. Sie sieht doch nicht wie eine Katze aus. Monika, du hast es besser gemacht als alle anderen. Ich muss dir diesen Süßen geben. Was für ein Hübscher und Süßer. Oh nein, ich glaube, ich bin allergisch. Das macht nichts, Monika. Wir werden uns um ihn kümmern.